Hallo zusammen, ich bin Stefan Rombach. Ich arbeite seit Februar 2022 bei Gimelli. Ich bin angestellt als Projektleiter und Entwicklungsingenieur. Auf gut Deutsch heisst das, dass ich Projekte führe und gleichzeitig noch Konstruktionen mache. Die Herausforderungen als Projektleiter sind natürlich immer abzuliefern auf Termin und dass du das Budget im Griff hast. Gmail ist natürlich der ultimative Arbeitgeber. Und aus diesem Grund bin ich, nachdem ich schon mal 2 Jahre hier war, bin abgesprungen, aber realisiert, dass Gmail einfach wirklich unglaublich super ist. Und jetzt bin ich halt wieder da. Man kann wieder loben, Simon. Was hat dich dazu bewegt, wieder zurückzukommen? Die Arbeit. Also es ist schön, dass man nicht immer das Gleiche macht, hier bei Gimelli. Man hat von einem elektrischen Schraubenzieher bis auf zu einer Grossanlage hat man eigentlich alles, was man entwickeln darf. Und ich finde, das ist ein sehr ein breites Gebiet und auch schön, etwas zu lernen, immer wieder. Also ich habe sehr viel lernen im Bereich Projektleiter, was ich auch nicht ganz so ausgiebig können vorher, ist eigentlich das Budget im Griff zu halten. Weil ich war vorher bei einer Grossfirma gewesen, und dort hat man eigentlich Budget gehabt, go-go. Das ist hier halt etwas anders, weil man eine Kleinfirma ist, wo man eigentlich etwas offeriert und in dem man dann auch muss bleiben. Also darf natürlich nichts sagen, ist natürlich wieder alles confidential. Aber aktuell bin ich eigentlich bei einem Kunden ausgelehnt, wo ich Berechnungen mache. Also ich arbeite aktuell für einen externen Kunden und dort tue ich statistische Normalverteilungen, also Messungen auf statistische Normalverteilungen analysieren. Und gleichzeitig habe ich noch ein Projekt, das ich intern leite. Und dort sind wir aktuell dran, eigentlich so eine Anlage zu bauen, die etwas auf und zu tut. Einfach ausgedrückt. Die Projekte, die ich hier erlebt habe, die sind von, von vielleicht ein paar Wochen bis auf zum das Größte, was wir drinnen waren, da waren wir über 1,5 Jahre dran. Also, man hat jetzt gesagt, es gibt nicht eine Regel. Du hast eigentlich von 4 Wochen bis auf zu mehreren Jahren vielleicht sogar Verschiedenes. Das ist nicht ganz so einfach, finde ich, weil es hat eigentlich jedes Projekt hat seine eigenen oder seine Eigenheiten, wenn du so willst. Hingegen, was cool war, war ein Projekt, das wir an einer Kaffeemaschine gearbeitet haben, lange Zeit. Und die ist jetzt zwischenzeitlich auf den Markt gekommen. Also ein Beispiel ist, als wir an einem elektrischen Schraubenzieher gearbeitet haben. Dort wäre es eigentlich spannend gewesen. Es war aber leider so, dass der Kunde halt ein gewisses Budget hatte. Und es hat dann nicht gelangt für die Realisierung dieses Projekts. Das ist ein bisschen schade, aber es war sicher auch spannend, darin zu arbeiten. Also der Abgabetermin ist natürlich immer so das Ultimo, den müssen wir natürlich immer schön einhalten. Es ist halt leider so, du hast nicht immer Einfluss auf alles. Also es gibt halt Zeiten, wo du dich verschätzt beim Entwickeln und soll ich sagen, vielleicht ich habe 10 Stunden und dann in Realität haben wir 15 Stunden an einer Entwicklung. Und der grosse Unbekannte ist in meiner Sicht immer der Lieferant von den Teilen. Wir schätzen dort immer grosszügig ab, aber so die letzten 2-3 Jahre mit zusätzlich noch Covid-Belastung war es also nicht immer so gewesen, dass wir unsere Teile termingerecht bekommen haben. Und dadurch mussten wir dann halt auch gewisse Sachen verschieben, also die Abgabetermine ein bisschen ausstudeln müssen.